Das habe ich nicht gewusst. Ich weiß sowieso kaum was über dich, Papa. Du wirst nicht wieder in die Schule gehen, Nathalie. Die Schüler des Kolleg François Dupont stehen kurz vor den Sommerferien. Die Noten stehen bereits fest und so herrscht in der Klasse eine sehr entspannte und ruhige Stimmung. Der perfekte Zeitpunkt für ein Klassencamp. Als Marinettes Lehrerin die Neuigkeit verkündet, herrscht in der Klasse Jubel und Tumult. Alle Schüler haben das Schweigen gebrochen und unterhalten sich regsam mit ihren Banknachbarn, um mögliche Zimmerkombinationen auszudenken. Alle außer Marinette. Das Mädchen hat den Blick gesenkt und weiß nicht recht, wie sie ihre Betrübtheit vor den anderen verbergen soll. Das Camp kostet mehrere hundert Euro. Marinette weiß, dass ihre Eltern vor kurzem erst Renovierungen an ihrer Bäckerei vorgenommen haben. Für ein Klassencamp ist da sicher nicht mehr viel Platz im Budget der Familie. Erst vor wenigen Tagen mussten sie Marinette Geld verwehren, das ihre Tochter für neuen Stoff für neue Designs haben wollte. Alja? Hey, ich habe eine Riesenüberraschung für dich. Alja, Marinettes beste Freundin, weiß um die aktuellen finanziellen Schwierigkeiten von Marinettes Familie, sodass sie genau erkennt, weshalb ihre Freundin so schweigsam ist. Auch Adrien, der immer wieder einen heimlichen Blick auf Marinette geworfen hat, fällt auf, dass etwas nicht stimmt. Deshalb beschließt er, ihr nach dem Unterricht hinterherzulaufen. Marinette dagegen möchte so schnell wie möglich aus der Schule verschwinden. Sie befürchtet, dass ihre Stimmung zu viel Aufmerksamkeit erregt und dass die Schüler anfangen, über sie zu tuscheln. Denn im Verbergen ihrer Gefühle war Marinette schon immer eine schlechte Schauspielerin. Aber Adrien schafft es, sie einzuholen. Zusammen laufen sie dann in Richtung Bäckerei. Zunächst reden sie nur über den bisherigen Tag. Dann aber, kurz bevor Marinette in die Bäckerei gehen möchte, wagt Adrien den Schritt. Kannst du nicht am Klassencamp teilnehmen, fragt er. Aber bevor Marinette antworten kann, sieht er bereits das renovierte Interieur der Bäckerei und kann richtig schlussfolgern. Marinette seufzt nur und verabschiedet sich mit einem Händewinken, bevor sie in das Innere des Ladens verschwindet. Adrien geht daraufhin nach Hause und er sucht Nathalies Hilfe. Er erklärt ihr die Situation und bittet sie, mit seinem Vater zu reden, da Marinette immerhin eine talentierte Nachwuchsdesignerin ist, die sich auch Gabrielle Agrests Respekt verdient hat. Es wäre zu schade, wenn sie nicht am Klassencamp teilnehmen könnte, denn für Adriens Vater ist dieses Geld nicht wirklich viel. Denn Adrien möchte die Zeit im Klassencamp nutzen, um endlich mit Marinette über seine Gefühle zu sprechen. Die ganze Zeit war er sich unsicher darüber, wie er gegenüber Marinette empfindet. Aber in letzter Zeit raubt sie ihm den Schlaf und er erwischt sich mehrmals am Tag dabei, wie sich seine Gedanken nur noch um sie drehen. Zwei Tage später empfangen Marinettes Eltern ihre Tochter mit einem freudigen Lächeln. Sie verkünden ihrer Tochter, dass sie genug beiseite gelegt haben, sodass Marinette noch am Abend in den Bus steigen und in den Wald des Camps fahren kann. Marinette ist sprachlos und freut sich enorm. Natürlich hat Gabrielle Agrest das Camp bezahlt. Er ist mit seinem Sohn den Tag davor erschienen und hat der Familie einen Scheck überreicht. Er sagte ihren Eltern, dass Marinette bereits sehr viel gute Designs geliefert und sie dies als Belohnung betrachten könnten. Adrien hat ihre Eltern ausdrücklich gebeten, nicht zu sagen, dass er es war, der ihr diese Reise ermöglicht hat. Denn er möchte nicht, dass Marinette denkt, sie würde in seiner Schuld stehen. Natürlich haben Marinettes Eltern dies verstanden und sich deshalb diese kleine Notlüge ausgedacht. Am Abend versammeln sich alle Schüler vor der Schule, um gemeinsam die Reise ins Klassencamp anzutreten. Auch Luca und Kagami sind mit von der Partie. Als sich die Türen des Schulbusses öffnen, stürmen alle Schüler hinein und suchen begierig nach Plätzen für sich und ihre besten Freunde. Adrien hat sich in die hinterste Reihe gesetzt und hält einen Platz neben sich frei, der für Marinette bestimmt ist. Aber da Marinette noch nicht im Bus ist, ergreift Kagami ihre Chance und setzt sich neben ihren Schwarm. Adrien ist leider zu schüchtern, um ihr zu sagen, dass dieser Platz eigentlich für Marinette reserviert war. Denn er weiß auch, wie sensibel Kagami sein kann und dass sie immer noch nicht ganz über Adrien hinweg ist. Zwar hatte sich in der Vergangenheit etwas zwischen den beiden angebandelt, aber mit der Zeit ist sich Adrien bewusst geworden, dass Kagami letztendlich
nur eine gute Freundin ist und die anfänglichen Gefühle für sie nichts Ernstes und nur vergänglich waren. Jetzt hat es auch Marinette geschafft, in den Bus zu kommen. Sie sieht sich um. Ihre beste Freundin Alia hat es sich bereits neben Nino gemütlich gemacht, während Adrien gerade dabei ist, mit Kagami zu sprechen. Marinette ist enttäuscht. Sie glaubt, dass Adrien und Kagami in der Zwischenzeit ein Paar geworden sind. Denn so viel Zeit, wie die beiden miteinander verbringen, ist ihr Kagami schon immer aufgefallen. Hinzu kommt noch die schmachtenden Blicke, mit denen Kagami Adrien ansieht. Ein Mädchen weiß, wenn ein anderes Mädchen verliebt ist. Jetzt spürt Marinette ein leichtes Klopfen auf ihren Schultern. Sie dreht sich um und sieht ihren guten Freund Luca, der hinter ihr ist und noch einen Platz neben sich frei hat, den er ihr auch sofort anbietet. Die Fahrt zieht sich weiter in den Süden von Frankreich. Insgesamt dauert sie 3 Stunden. Je weiter sich der Bus von Paris entfernt, desto mehr Natur und Wälder begegnen den Schülern auf der Fahrt. Marinette war noch nie in einem Waldcamp. Luca dagegen schon dutzende Male. Er erzählt seiner Freundin, dass er mit seiner Band bereits öfter an verschiedenen Zeltlagern teilgenommen hat. Hauptsächlich waren dies Wettbewerbe, aber es blieb immer genug Freizeit, um die Natur und die Zeit mit seinen Freunden zu genießen. Ich hoffe, dass du mir etwas Zeit in den nächsten 3 Tagen gewährst. Du weißt, ich mag dich wirklich sehr, Marinette, sagt er. Marinette errötet, schweigt aber. In diesem Moment hat sie Adrien vergessen und denkt nur an die vielen Dinge, die Luca für sie getan hat. Du bist ein Freund, den ich nie mehr verlieren möchte, denkt sie. Aber ist das wirklich nur Freundschaft? Marinette ist zu müde, um in diesem Moment über ihre Gefühlswelt nachzudenken und merkt nicht, wie sie an Lukas Schultern einschläft. Am nächsten Morgen wacht Marinette in einem fremden Bett und einem fremden Zimmer, das vollkommen hölzern ist, auf. Ihre Freundin Alia hat sich bereits über sie gebeugt und grinst sie hämisch an. Na, gut geschlafen? Fragt sie. Marinette erkennt, dass die beiden sich in einer der Campinghütten befinden. Sie haben ein Zweierzimmer erhalten. Aber wie um alles in der Welt ist sie hierher gekommen? Das Letzte, an das sie sich erinnern kann, ist, dass sie im Bus eingeschlafen ist. Du hast geschlafen wie ein Bär. Luca war so freundlich und hat dich bis zu deinem Bett getragen, damit du nicht aus deinem Schlaf geweckt wirst. Wenn nur Nino so etwas für mich tun würde. Sie gehen in die Gemeinschaftscafeteria des Camps, wo auch schon die Lehrerin wartet und den Tagesplan für die kommenden 3 Tage verkündet. Die ersten 2 Tage werden eine Art Schnitzeljagd, an denen Gruppen unabhängig voneinander ein Rätsel lösen sollen. Dazu gibt es im Wald und auch in den öffentlichen Gebäuden des Camps immer wieder Hinweise und Rätselaufgaben, die gelöst werden müssen. Den 3. Tag haben die Schüler frei und können selbstständig etwas unternehmen. Hey Marinette, misch dich da nicht ein! Wir sind hier nicht beim Sport, Chloe. Adrien erkennt seine Chance. Wenn er jetzt mit Marinette in einer Gruppe sein würde, hätte er genügend Zeit mit ihr, um über seine Gefühle mit ihr zu sprechen. Immer wieder muss er zu Marinette herübersehen. Kagami ist aufmerksam und bemerkt die Blicke, von denen sie wünschte, dass er sie ihr schenken würde, aber die leider einer anderen gelten, nämlich Marinette. Zwar hat Adrien ihr ausdrücklich vermittelt, dass die beiden keine Zukunft hätten, aber Kagamis Stolz kommt ihr immer wieder zuvor. Sie spürt, wie ihre Eifersucht aufkocht und möchte mit allen Mitteln verhindern, dass Adrien und Marinette zu viel Zeit im Camp verbringen. Als sie aufsteht, bekommt sie mit, dass die Gruppen so eingeteilt werden, indem jeder Schüler abwechselnd die Zahlen 1 und 2 sagen soll. Diejenigen, die die Nummer 1 haben, kommen in eine Gruppe und umgekehrt. Kagami blickt in die Reihen und rechnet rasch durch. Sie bittet einige Schüler, sich anders zu setzen, sodass sie und Adrien auf jeden Fall in eine Gruppe kommen. Und tatsächlich, Kagami und Adrien kommen in eine Gruppe. Aber auch Marinette ist in dieser Gruppe. Dagegen sind Marinettes Freunde Alia und Luca in der anderen Schülergruppe. Zu sehr hätte sich Marinette gewünscht, dass wenigstens ihre beste Freundin mit ihr zusammen wäre. Vor allem, da sie sieht, dass auch Kagami und Adrien hier sind. Es widert Marinette an, wie Kagami sich regelrecht an Adrien heranschmeißt. Sie ist kurz davor zu bereuen, dass sie überhaupt mitgekommen ist. Aber da wirft Luca ihr einen mitfühlenden Blick zu und für einen kurzen Augenblick sind ihre Sorgen vergessen. Es ist seltsam, denkt sie, wie Luca es schafft, sie immer wieder aufzumuntern und dass er erkennt, wann es ihr schlecht geht und wann sie den guten Rat eines Freundes braucht. Es ist fast, als würde er sie besser kennen als sie sich selbst. Nach dem Frühstück geht es auch direkt los. Die 2 Gruppen stürmen los, um sich auf die Suche zu machen.
Suche nach den unterschiedlichen Rätseln zu machen. Insgesamt 6 Stunden sind alle unterwegs. Marinette ist während dieser Suche eher abwesend als mit ihrem ganzen Geist dabei. Sie weiß nicht einmal, welche Rätsel gelöst werden sollen, da sie es bevorzugt, sehr viel Abstand von Kagami zu halten. Denn diese hat wieder ihre dominante Position eingenommen und fühlt sich als Chefin der gesamten Gruppe, die sie nach ihrem Belieben herumkommandiert. Natürlich vergisst sie dabei nicht, Adrien immer wieder verliebt anzusehen, was Marinette nur noch mehr abstößt. Adrien versucht in dieser Zeit immer wieder den Kontakt zu Marinette zu suchen. Aber Kagami beobachtet ihn und bombardiert ihn immer wieder mit Fragen zu den Rätseln, wenn sie bemerkt, dass er gerade auf Marinette zugehen möchte. Es ist fragwürdig, warum Adrien dieses Spielchen nicht auffällt. Am Ende des Tages fällt Marinette erschöpft und genervt ins Bett. Ich bin wie diese Skulptur und Adrien ist mein Kompass. Vielleicht ist es unser Schicksal, dass wir nie zusammenkommen. Der nächste Tag läuft wie der vorherige ab. Adrien schafft es nicht, Zeit mit Marinette zu verbringen, weil Kagami wieder einmal ihre Tricks auf Lager hat. Deshalb beschließt Adrien, am Abend nach der Aufgabe mit Marinette zu sprechen. Er wollte dies bereits am Vortag tun, hat aber letztendlich gekniffen und es auf den kommenden Tag verlegt. Als die Gruppenaufgabe zu Ende ist, schafft es Adrien, Marinette zu fragen, ob sie später kurz Zeit für sie hätte. Marinette ist überrascht, aber willigt ein. Sie möchte ihn fragen, wo sie sich treffen sollen, als Kagami nach Adrien ruft. Einen Moment, ich komme gleich, sagt Adrien. Er dreht sich um und läuft zu Kagami. In der Zwischenzeit kommt Marinettes Freundin Alia auf sie zu, die gerade auch mit ihrer Gruppe fertig geworden ist. Sie fragt Marinette, ob sie später noch einen Spieleabend mit den anderen Mädchen machen möchte. Marinette verneint und sagt, dass sie sich mit Adrien treffen wird. Alia blickt kurz in die Ferne. Dann sieht sie zu Marinette und fragt sie mit denkwürdiger Miene: Bist du dir da sicher? Da dreht sich Marinette um und sieht, wie Kagami und Adrien sich umschlungen, umarmen und küssen. Sie hätte es sich denken können. Wieso noch mit Adrien reden? Ich bleibe heute allein. Frustriert stapft Marinette in ihre Hütte zurück. Sie möchte nur noch Musik hören und Süßes essen und den Rest der Welt vergessen. Währenddessen wartet bereits Luca mitsamt seiner Gitarre auf Marinette vor ihrer Tür. Ich hatte gedacht, dass du vielleicht Lust auf etwas Musik und einen Abendspaziergang hättest. Mein Gefühl hat mir gesagt, dass du etwas Abwechslung gebrauchen könntest. Und da ist es wieder, dieses Gefühl der Heimat, wenn Marinette in Lukas Augen blickt. Bei ihm kann sie diejenige sein, die sie wirklich ist, ohne sich je verstellen zu müssen. Beide laufen in die Lichtung des Waldes. Es dämmert bereits und Luca hat seine Taschenlampe mitgenommen. Wir haben noch ein paar Stunden, bevor die Lehrer die Bettenkontrollen durchführen. Luca erzählt Marinette, dass er bereits einmal in diesem Wald war und dass ihm dort einer seiner ersten Songs eingefallen ist. Hier oben ist es weiter abgelegen. Dort habe ich als Kind einen Wasserfall entdeckt. Viele vergessen, dass das hier ein magischer Ort ist. Marinette und Luca nähern sich der Stelle und Marinette kann ein leises und sanftes Plätschern aus der entgegenkommenden Richtung vernehmen. Sie ist fasziniert von diesem Ort, der, wie Luca gesagt hat, etwas Magisches an sich hat. Beide setzen sich auf eine etwas ebene und trockene Stelle, wo Luca anfängt, ihr auf seiner Gitarre vorzuspielen. Marinette vergisst die Zeit und ist zum ersten Mal seit den letzten 2 Tagen völlig entspannt. So sehr, dass sie sich auch dieses Mal an Lukas Schultern lehnt, ohne darüber nachzudenken. Schließlich bricht die Dunkelheit ein und Luca schlägt vor, wieder zurückzugehen. Als beide aufstehen, treffen sich ihre Blicke und Luca lächelt. Er nähert sich Marinettes Gesicht, die keinen Widerstand leistet, sondern ihm entgegenkommt, bis ihre Lippen aufeinandertreffen. Später an der Hütte angekommen, fühlt sich für Marinette alles surreal an. Luca verabschiedet sich an der Tür von ihr und küsst sie ein zweites Mal. Auch dieses Mal gefällt es Marinette, die alles um sich herum vergessen hat. Kaum ist Luca verschwunden, zeichnet sich eine andere Silhouette im Schein der Campinglaternen ab. Es ist Adrien. Er hat durch Kagamis Kuss endlich begriffen, welches Spiel sie mit ihm getrieben hat und dass sie die ganze Zeit versucht hat, ihn und Marinette auseinanderzuhalten. Schüchtern, aber entschlossen, geht er auf Marinettes Hütte zu und sieht, dass sie noch draußen steht. Er ruft ihren Namen und rennt nun auf sie zu. Marinette, ich muss mit dir reden! 1000 Satzentwürfe schwirren nun in seinem Kopf umher. Er ist so verwirrt, dass er direkt herausplatzt. Ich liebe dich! Marinette ist wütend. Sollte das etwa eine Art Demütigung von Adrien und Kagami sein? Haben sich die beiden etwa darüber lustig gemacht, dass Marinette all die Zeit in Adrien verliebt war? War Adrien auf diese Weise gemein? Sie kann nicht anders und ohrfeigt ihn. Wenn du und Kagami glaubt, dass ihr euch einen Scherz mit mir erlauben könnt, dann habt ihr euch getäuscht.
Daraufhin erklärt ihr Adrien, dass er überhaupt nicht mit Kagami zusammen ist und dass seine Gefühle für Kagami längst der Vergangenheit angehören. Aber Kagami wollte einen Keil zwischen ihn und Marinette treiben, weshalb er versteht, dass sie so denkt. Auch der Kuss, den sie gesehen hat, war nicht echt. Kagami hat ihn vorgespielt, sie hätte etwas im Haar, was Adrien entfernen sollte, und in dem Moment, als er sie anfasste, hat sie sich auf ihn gestürzt und ihn geküsst. Ich liebe nur dich, Marinette. In diesem Moment taucht auch Luca noch einmal an der Türschwelle auf. Er hat das Gespräch mitbekommen, aber nur zufällig, denn eigentlich ist er nur zurückgekommen, weil er seine Gitarre bei Marinette vergessen hat. Erst in diesem Moment fällt Marinette auf, dass sie Lukas Gitarre in der Hand hält. Sie ist unfähig zu sprechen, weder zu Adrien noch zu Luca. Beide sehen Marinette gespannt an. Wie wird sie sich entscheiden? Erzählt es uns doch unten in den Kommentaren. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gerne mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!